Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um die DJI Mini 3. Der Wind, der war so grottenschlecht, dass man mich gar nicht hätte verstehen können, wenn ich das mit dem Ansteckmikrofon gemacht hätte, weil das hört man wahrscheinlich jetzt auch schon mit dem Aufsteckmikrofon. Also werde ich dieses Video heute mal ausnahmsweise nachvertonen. Hier bin ich gerade bei den Vorbereitungen und zwar habe ich das Landepad hier auf den Boden gelegt und platziere gerade die Drohne. Natürlich muss man die Drohne erstmal einschalten, damit sie betriebsbereit wird. Das war jetzt der Bestätigungston, dass die Drohne abhebebereit ist. Jetzt muss man natürlich warten, bis die Steuerung sich mit der Drohne verbunden hat. Das kann ein paar Sekunden dauern. Und jetzt ist Fridolin startbereit und wird auch sofort in die Lüfte gehen. Wie man sehen kann, kann sich die Drohne ganz easy bewegen. Nach vorne, nach hinten, nach rechts, nach links und natürlich um sich selber auch drehen. Bei dem leichten Wind war es allerdings an diesem Tag etwas schwierig, die Drohne zu steuern, denn sie driftete hier und da mal ein bisschen ab, aber ich konnte sie schnell wieder auf ihren Startpunkt zurückbringen. Die Flugzeit mit einem Akku beträgt laut Hersteller 38 Minuten. Wenn die Drohne natürlich mehr zu arbeiten hat, dann ist die Flugzeit natürlich geringer. Hier ist es natürlich vom Vorteil, wenn man einen zweiten Akku hat, also einen Ersatzakku, dann ist die Flugzeit natürlich doppelt so lang. Ich selber habe noch einen dritten Ersatzakku, also der ist wirklich als Ersatz, falls ich den brauchen sollte oder wenn einer der anderen beiden Akkus so platt ist, dass er sich nicht mehr laden lässt. Für die Probeflüge habe ich nur einen Akku gebraucht. Ich meine, 38 Minuten ist mehr als genug. Ich habe nur 15 bis 20 Minuten gebraucht. Wenn man natürlich einen weiteren Flug macht, dann ist ein zweiter Akku doch wirklich sehr hilfreich. Bei mir mit dem Paket waren noch Ersatzrotorblätter, denn es passiert immer, dass Rotorblätter irgendwo kaputt gehen oder beschädigt werden und da muss man natürlich die austauschen und das Beste ist, da ist sogar ein kleiner Minischraubenzieher dabei. Als Steuerung habe ich die RCN1, also hier kann man das Smartphone einspannen. Es gibt natürlich auch die andere Steuerung RC und da hat man gleich das ganze Display mit dabei. Ganz wichtig ist es, dass man die regelmäßigen Updates macht, dann funktioniert auch wirklich alles reibungslos. Bisher musste ich 3 bis 4 Updates bei der Steuerung und bei der Drohne machen. Die App für Smartphone musste ich mir erstmal im ganzen Internet suchen, ehrlich gesagt. Also ich dachte, die wäre im Google Play Store, aber da war sie nicht. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert bei Google und dann bin ich darauf gekommen, dass DJI diese App selber auf der Website hat. Und da habe ich sie mir runtergeladen aufs Handy. Es gibt im Google Play Store so eine ähnliche App, aber die ist wirklich nicht von DJI. Die hatte ich erst auf dem Handy installiert gehabt, aber die funktionierte irgendwie nicht so richtig. Deshalb rate ich euch dazu, die nicht zu installieren. Geht auf die Herstellerseite auf DJI und da findet ihr die richtige und originale App. Das Landepad habe ich jetzt nicht von DJI, sondern das ist aus einem Online-Shop, der Drohnen verkauft. Sowas bekommt man in der Regel relativ günstig. Es gibt unterschiedliche Größen. Ich habe die kleinere Größe, ich meine 70 oder 75 cm Durchmesser und das reicht für die DJI Mini 3 vollkommen aus. Für den sicheren Transport habe ich extra einen kleinen Koffer, also jetzt extra zugeschnitten auf die DJI Mini 3 und die hält auch wirklich sicher in dem Koffer. Was man für die Drohne braucht, ist eine Haftpflichtversicherung. Entweder man hat selber eine Haftpflichtversicherung, wo die Drohne mitversichert ist, oder aber man muss eine neue Versicherung abschließen. Registrieren lassen muss man die Drohne beim Luftfahrtbundesamt. Das kann man online ganz einfach machen und man bekommt eine Registrierungsnummer. Und diese Registrierungsnummer muss man gut sichtbar an der Drohne anbringen. Bei mir ist diese Nummer erstmal an der Seite aufgebracht, weil ich bisher noch kein feuerfestes Schild bekommen konnte. Die sind scheinbar irgendwie ausverkauft.
Man sollte alle Papiere immer dabei haben, also die Haftpflichtversicherung, zumindest die Police, eine Kopie ist ganz sinnvoll und die Unterlagen vom Luftfahrtbundesamt. Sollte irgendwas sein und es wird nach diesen Papieren gefragt, dann habt ihr sie immer mit dabei und könnt beweisen, dass ihr wirklich die Genehmigung habt. Es gibt leider auch viele schwarze Schafe, die ohne Registrierung und ohne Haftpflichtversicherung ihre Drohnen einfach hier fliegen lassen, zum Beispiel bei mir zu Hause, über dem Haus, über dem Wohngebiet, und damit macht man sich natürlich strafbar. Die Genehmigung für die Wohngebiete habe ich bis jetzt noch nicht bekommen, also darauf warte ich noch und so lange fliege ich auf dem eigenen Grundstück und das ist wirklich erlaubt. Meine Flughöhe hier beträgt 20 Meter, weiter hinaus gehe ich nicht, denn dann wird es kritisch und ich kann tatsächlich andere Wohnhäuser mit drauf bekommen, also auf das Foto oder auch auf das Video. Was ich natürlich ohne Genehmigung machen darf, sind Landschaften, Videos und Fotos. Bei den Videos muss man dazu sagen, die macht man nicht nur im Querformat, sogar auch im Hochformat. Und das ist ganz gut für TikTok-Videos. So, ich denke, mehr brauche ich jetzt nicht mehr dazu erzählen. Ihr habt ja jetzt alles erfahren. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hier seht ihr nochmal das gute Stück, die Fridoline, wie ich sie getauft habe. Zum Ausschalten ein kurzer Druck und dann ein langer Druck. So, jetzt habt ihr mal die DJI Mini 3 in Aktion erlebt und ich finde, die ist relativ leicht zu steuern. Wenn man natürlich früher als Kind ein ferngesteuertes Auto hatte, der weiß, wie man es macht. Das ist das Landepad, habt ihr ja gerade gesehen. Da kann die Drohne starten und auch wieder landen. Ist auch ganz gut auf dreckigen Böden. Da wird die Drohne nicht so schnell dreckig. Dass sie jetzt heiß ist, ist normal. Erstmal knallt die Sonne unheimlich und zweitens der Akku wird schnell warm. Aber so lange fliegt sie ja nicht und daher finde ich das eigentlich ganz gut im Rahmen. Hier könnt ihr sie nochmal sehen. Ein bisschen Sonne hier. Im Schatten könnt ihr es nicht sehen. So sieht das gute Stück aus. Fridoline. Und das hier ist super, ist natürlich die Steuerung, indem man das Handy einspannt und ist günstiger, funktioniert auch ganz gut. Die App funktioniert ruckelfrei und die Videos sind auch wirklich super geworden. Aber das könnt ihr jetzt sehen. Das war's mit diesem Video heute von der DJI Mini 3 und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, vielleicht auf Fototour. Ihr seht ja, das Wetter ist wunderbar. Da kann ich nur noch sagen, macht's gut, bis bald, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ciao.